So, servus, grüß euch. Ich und der Niklas haben wir heute am Salzburgring für ein Labtime. Ja, der Simon sieht es heute leider nicht. Keine Ahnung, wo der ist. Hat wichtigere Arbeit gehabt. Wir haben heute einen Porsche dabei. Den haben wir laufen lassen. Hat recht gut geklappt. Und morgen fahren wir das Quali. Und Sonntag fahren wir Rennen. Für PCHC. Für die PCHC. Ja, das ist jetzt erst einmal der Grundplan. Die Testung heute lief super, wie schon gesagt. Morgen schauen wir mal, wie die Qualifying-Zeiten ausfallen. Und dann lassen wir uns überraschen, wie wir diesmal abschneiden. Hoffentlich immer mit dem ersten Platz, aber das Auto wird ja super gewartet vom Alex. Also er sollte sich schon. Das wird schon alles passen. Es wird alles funktionieren. Schauen wir mal das Wetter, was das Wetter macht, wie das mitspielt und dann hoffen wir einfach mal, es bleibt sonnig. Werden wir schrocken. Auf jeden Fall. Einen wunderschönen guten Tag. Tag 2. Wir haben jetzt wunderbar, ich glaube, 9 Uhr in der Früh. Jetzt beginnt dann gleich das Qualifying für PCHC. Da hoffen wir mal, schneiden wir gut ab. Vorbereitet ist alles perfekt. So. Genau. Wir schauen erstmal, dass unser Fahrer jetzt dann so langsam kommt. Der ist ja auch noch nicht eingetroffen. Und sonst halten wir euch weiter auf dem Laufenden. Genau. So, das Quali haben wir gestartet. Der Tim ist rausgefahren. Ja, um eine 24er Zeit zu schaffen, braucht man doch freie Fahrt. In den Windschatten hängt sich da jetzt Klaus Horn. So ist es. Die jagen sich jetzt gegenseitig. Sie sehen den gelben Balken bei Horn, also keine momentane Bestzeit im Sektor, obwohl er den Windschatten von Tim Hendricks ausnutzt. Aber jetzt, zweite Sektion. Da ist der Purple Balken da. Letzte Minute in diesem Qualifying. Das heißt auch die letzte Runde für Tim Hendricks. Jetzt sollte er zumindest einmal von unserer Sicht aus freie Fahrt haben. Ja, die 39 taucht vor ihm auf. Es ist Thomas Braun. Aber ist noch weit genug weg. Ja, geht sich dann wieder bei der Fahrerlagerkurve aus, dass er ja aufläuft. Da hat man ihn kurz vorne gesehen, den blauen Blitz von Thomas Braun. Ah, kleiner Verbremser, rechts vorne kurz blockiert. Kleine Instabilität. So, und jetzt läuft er auf. Ah, genau ausgangs der Fahrerlagerkurve. Macht auch ordentlich Platz, aber es wird keine neue Bestzeit werden. Die Sektorenzeiten sprechen nicht dafür. Und es ist eine 1,25 zwar geworden, 1,25,0, aber trotzdem keine neue Bestzeit. So, Zeit ist vorbei. So, Niklas, wir haben es jetzt. Quali 1 haben wir geschafft. Die Leute, die uns eh verfolgt haben im Livestream, haben wir recht gut abgeschnitten. Zweiter haben wir, aber im Gesamten. Ja, erster in der Klasse. Der vor uns ist einfach ein bisschen schneller gewesen. Wir wissen nicht, was der macht mit dem kann, aber der kann es auf alle Fälle. Ja, da das einmal sagen, ja, können, also können ja, da sieht man ja, erster in der Klasse, zweiter Gesamt, muss man auch erstmal schaffen, sind ja auch schnelle Fahrzeuge dabei. Bisher kann man sich nicht beschweren. Ja. Wir haben jetzt zufrieden, später fahren wir das Quali 2 und schauen mal, was das bringt, gell? Hoffentlich den ersten Platz. Ja, wir sind zurück. Wir fangen jetzt an mit dem zweiten Qualifying der PCHC. Hoffentlich mit genau so guten Ergebnissen oder vielleicht noch besseren Ergebnissen als im ersten Qualifying. Schauen einfach, wie es läuft. Hoffentlich diesmal dann erster Gesamt. Bei dem ersten Qualifying waren wir auch schon erster in unserer Klasse. Zweiter Gesamt, gutes Ergebnis, aber es geht immer noch besser. Sind 97 dabei, der fährt wie die Sau. Da kommen wir leider nicht ganz ran. Sind wohl auch wie die Sau, aber irgendwo müssen wir nochmal spielen. Hallo liebe Freunde, es ist Sonntag und es ist Race Day. Ich weiß jetzt nicht so recht, ob der Samstag und Freitag ordentlich abgefilmt wurden. Ja, ein bisschen. Jetzt ist er da, der Simon, gell? Ja. Ich hab's schon vermisst. Sonntag bin ich auch da. Niklas hat auch gefilmt, Alex hat gefilmt, alle haben gefilmt. Wir haben das in guter Partnerarbeit zusammen gemacht. Ja, genau. Das sollte unterhaltsam werden. Also ich hoffe, der Tobi schneidet auch alles rein. Also wenn es unterhaltsam ist, müsst ihr, schreibt es in die Kommentare, ob es unterhaltsam war, dann drücke ich Niklas öfter mal die Kamera in die Hand. Ansonsten geht es jetzt dann los. Da hinten kommt es ein bisschen dunkelgrau. Deshalb schauen wir uns jetzt mal hier die Regenreifen an. Aber
aber wir sind guter Dinge, dass es trocken bleibt. Also jetzt schauen wir mal, Rennen startet in 20 Minuten und dann schauen wir mal, was der Salzburgring uns bringt, ob Freude oder keine Freude. So Freunde, hinten ist der Vorstart. Wir werden einen etwas merkwürdigen Start heute sehen, denn die werden nicht, also die werden quasi hintereinander auf die Start- und Zielgerade kommen, hintereinander nach vorne fahren und überholen wird erst nach der ersten Schikane freigegeben. Die Veranstalter oder der Porsche Club will damit verhindern, dass die sich in der ersten Schikane alle schon in die Karre fahren. Und deshalb fahren die jetzt ihre Einführungsrunde, ihre Formation Lap. Und fahren dann hintereinander, deshalb wird der Start jetzt etwas komisch aussehen, und können dann erst vor der Nocksteinkehre angreifen. Also ich bin gespannt, wie das funktioniert, wie das aussieht. Weil so, jetzt haben wir diesen etwas sehr merkwürdigen Start, wo die hintereinander fahren müssen. So, das war das erste Rennen. Das zweite kommt jetzt dann gleich. Wir hatten jetzt kurz Mittagspause, Rennen 1 stark gestartet, dann harten Zweikampf gehabt mit dem ersten und dann ist der Kollege mit dem 991R langsam in die Gänge gekommen und dann konnte der Tunnel leider nicht mehr halten. Ich schaue mal, dass ich mir ein bisschen Onboards noch versorge und jetzt schauen wir halt mal ein zweites Rennen, wie es wird. Und vielleicht können wir noch mal sowas in der Art abräumen, das wäre schön. Freunde, Startaufstellung, Rennen 2. Tim ist diesmal auf 3. Wir müssen raus und ja, schauen wir mal, was das gibt. Ob die sich wieder so einen tollen Dreikampf geben da vorne oder ob es diesmal anders läuft. Safety Car, mal liebe Leute. Niklas, erzähl mal was, komm. Was ist passiert, Niklas? Soll ich den schönen Satz erzählen? So ein hübscher Porsche hat einfach mal Vollgas in der ersten Schikane den Reifenstapel mitgenommen, weil er sich schön verbremst hat. Deswegen haben wir jetzt eine Safety-Car-Phase. Hoffen wir einfach mal nicht, dass das erste Rennen jetzt mit gar nicht so schnell stehen wird. Dann zwei Platz 1 in der Klasse. So könnte das Rennen auch zu Ende gehen. Am liebsten halt wäre Platz 1 gesamt, aber das wird schwer. Aber machbar. Sieht gut aus. Restart hat der Tim ein bisschen verbrannt, aber er ist schon wieder dran am ersten. Schauen wir mal. Sparkt man schon, oder? Wir drücken die Daumen. Ja, jetzt ist er vorher im Steller gefahren, jetzt ist er auf 3 Zehntel schon wieder dran. Auf Zehntel sind wir dran. Ja. Mit einer schönen Performance von Ertl, aber Hendrix ist da im Windschatten. 0,3 Sekunden sind es nur zwischen den beiden Führenden. Ja, jetzt geht es wieder durch diese berüchtigte Nockstein-Schikane in Richtung Nocksteinkehre hinunter.
Ja, Hendrix mit einer ganz eigenwilligen Linienführung. Ertl fährt vorne Kampflinie, macht so die Mitte der Ideallinie für sich in Anspruch. Und mehr Schwung heraus hat jetzt Hendrix. Was sollte jetzt passen für ein Windschattenduell? So, wo schert er aus? Schauen wir mal. Ertl macht jetzt einmal auf der linken Seite dicht, zieht jetzt rechts rüber. Jawohl. Ja, da ist kein Platz für ein Manöver für den Team Hendrix, aber der kann auch gut warten. Vom Team Laptime Performance. Die fahren alle auf der letzten Rille, voller Druck aufs Gaspedal hier. Das Beschleunigungsduell wieder zwischen Ertl und Hendrix. Sehr, sehr cool, was hier alles gezeigt wird. Letzte Runde für Ertl und für Hendrix und alle, die schon über die Ziellinie gekommen sind. Und vorne ein unglaublicher Kampf. Jetzt muss Hendrix irgendwas unternehmen, wenn er noch nach vorne möchte. Aber Ertl macht das natürlich ganz geschickt und blockt hier alles natürlich fair und im richtigen Respekt zueinander. So, Fahrerlagerkurve, Einfahrt bei Gelb, da gibt es kein Überholen. Das ist Verschnaufpause quasi für Ertl. Und jetzt, Achtung, letzte Fahrerlagerschikane. Jetzt haben sie wieder grün, jetzt geht's hier los. So, was macht Tim Hendrix? Er kann nichts machen, er will, aber er kann nicht, weil einfach der Platz dazu nicht da ist. So, jetzt Achtung, Zieleinlauf, denkbar knapp über die Ziellinie, Sieg für Ertl, zweiter Hendrix. Also Leute, die ersten drei werden wahrscheinlich da vorne eingesammelt, das heißt, wir dürfen auf Platz 2 stehen. Ey, das war geil. Das war geil. Super. So, das war ein gutes zweites Rennen. Es war viel Action. Wir hoffen, dass wir euch ein bisschen was aus dem Livestream reinschneiden können ins Video. In jedem Rennen zwei Pokale und zwei so Weinflaschen, Sektflaschen abgeräumt. Was wir damit machen, wissen wir noch nicht, aber die werden da Niklas und der Alex im Transporter mit nach Hause nehmen. Ich hoffe, sie bringen sie auch voll an zurück. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert auf den Kanal, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wir sind in wenigen Wochen, nein, in kurzen, circa einem Monat in Hockenheim. Da geht die ganze Sause weiter. Also, bis dran, dann dran. Servus, bitte.